Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Baldur's Gate 2 auf der Nintendo Switch. Ah. Jetzt haben wir auch Ton. You point, yes, sir. I punch. Swords, not words. Live by the sword. Live a good long time. Also ich muss sagen, im Handheld-Modus ist es einfacher zu spielen. Go for the eyes, fool. Go for the eyes, Aber alle, die es auf dem PC gespielt haben, jahrelang, den würde ich definitiv nicht empfehlen, das Spiel zu holen. Und das nicht, weil ich es nicht gönne, sondern einfach, weil ich nicht... Weil wenn ich ein Problem habe... Ja, vielleicht tun sich die anderen nicht so schwer damit, aber... Ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen. Ah ja. Attacke. You're not gonna keep me here. Feel the backhand of justice. Fall, creature, and feed the earth. Feel the backhand of justice. Ich weiß auch nicht, warum ich meine die ganze Zeit zaubert. You wouldn't hurt. Minsk, I will stand ready. So, einmal Heilung. Ja, den großen Typen mit dem Hamster. What do you want? Right you are. I'm waiting. Whatever you want. Vita mortis carium. Every hamster has his day. See battle for run, Bo, run! Klar macht es mehr Sinn, das dann auf Englisch zu lassen, weil wir erinnern uns, das DLC, das als letztes rauskam, das hat nie eine deutsche Synchro bekommen. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Who be ye, servants of the master? Ah, wer seid ihr? Diener des Meisters? Meine Götter, was ist mit euch passiert, Mann? Wer ist dieser Meister, von dem ihr spricht? Ich diene niemanden. Wer seid ihr? Schweigt, ich habe heute keine Zeit, mit eingelegten Menschen zu sprechen. Ich sterbe. Oder bin schon tot. Ich weiß nicht mehr. Wo ist der Meister? Wer ist der Meister, von dem ihr spricht? Ihr seid ihr. Schweigt, ich habe keine Zeit, mit eingelegten Menschen zu reden. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Meister ist. Aber wenn er es war, der mich eingesperrt hat, wagt er sich besser nicht in meine Nähe. Sagt mir, mein Freund, wisst ihr, wie man diesen Ort verlassen kann? Wie man von hier fliehen kann? Gefangener seid ihr. Wahrhaft, ich bin tot, aber noch nicht zu lange tot. Ich suche nach Erlösung. Ich war so lange allein. Der Meister
kann mir nichts mehr nehmen. Ich bin vergessen. Was meint ihr mit vergessen? Ihr seid in diesem Behälter. Von welcher Art Erlösung sprecht ihr? Kann ich euch vielleicht helfen? Das führt hier offenbar zu nichts. Ich nehme meinen Belg nach draußen wohl selbst suchen. Lebt ihr nun oder seid ihr tot? Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Release. Yes, Master, I no longer wish to come back. Ja, meine Erlösung. Meister, ich will nicht zurückkommen. Lass mich das süße Vergessen empfangen, das mir verwehrt wurde. Bitte. Ruhig, mein Freund. Wie kann ich euch genau helfen? Das hier ist offenbar sinnlos. Ich werde mich wieder darum kümmern, zu fliehen. Diese Einheit, in der ich mich befinde, wird von Energiezellen betrieben. Sie sehen aus wie Kristalle. Nehmt sie. Und ich kann schlafen, sterben. Endlich wieder sterben. Ich weiß, ihr seid Gefangene. Manche Dinge ändern sich nie. Ihr müsst von ihr entfliehen. Ihr müsst den Experimenten des Meisters entfliehen. Es gibt andere wie mich. Ergebnisse jüngerer Experimente. Vielleicht, sie wissen vielleicht, wie der Meister selbst die Anlage verlässt. Nimmt diese Energiezelle als Gegenleistung für diesen Pfad der Freiheit, den ich euch offengelegt habe. Ihr könnt sie verwenden, um sie zu beleben und herauszufinden, was sie wissen. Ich werde die Energiezelle nehmen und die anderen Diener wiederbeleben. Findet nun euren Frieden. Ich benötige weder diese Energiezelle die Zelle noch Kristalle, um von ihr zu entfliehen. Ich werde euch nicht helfen. I thank thee. Go and leave me to oblivion at last. Ich danke euch. Geht und überlasst mich endlich dem Vergessen. Süßer Schlaf. He's dead now? This pathetic creature. Ja, er ist tot, diese klägliche Kreatur. Ich kann nicht wegsehen, Florinda. Auch in unseren früheren Kämpfen habe ich den Tod gesehen. Aber hier habe ich nur zugesehen, wie ein Leben endet. Ich kann nicht wegsehen. Nur eine weitere Leiche auf unserem Weg. Nichts Ungewöhnliches. Lass uns gehen. Man muss den Tod nicht immer fürchten, denke ich. Ich möchte nie so leben müssen. Wir haben für eure morbiden Fantasien keine Zeit mehr. Lass uns weitergehen. Tod ist schön? Warum sollte ich auf solche Gedanken kommen? Oh, Florinde, ich muss diesen Ort dringend verlassen. Also ich möchte nicht so in einem Behälter leben müssen. So. If I have to fight to get out of here, so be it. With vengeance. You point me. I point. With vengeance. Na, schon erledigt. If you say so. Swords, this not words! I am ready and willing. No. Yep. Nee. Dich brauche ich. Hier nicht eine. Aber abgeschlossen war es.
So, das kann fallen gelassen werden. Der hier kann auch weg. Ein Kampfstab. Ich weiß zwar nicht, seit wann man den da bekommt, aber... Ah, ich kann nicht mehr zaubern. Okay. Nein, falsche Taste. Minsk and Boost. Don't teach my hamster to suck eggs. Ach. Every hamster has his day. Name it. Du noch? Das am besten Minsk. So, dann haben wir hier noch ein kleines Schild. Point. Live by the sword. Live a good long time. So, Attacke. Yes, blind. Noch einer. Ein Eisenfied. Great fun! Ich weiß nicht, ich finde die Steuerung total kompliziert. That's not right. Ansonsten, ja, man weiß ja, das Spiel ist alt, ja. Aber... Swords, not words! Just like old times. Well, except for the torture and all. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass so ein PC besser aussehen würde. Aber glaube ich mal selber. Minsk and Boo, see battle Bo, run Bo, run! Wir müssen uns erstmal ein bisschen ausruhen, damit wir uns neu ausrüsten können. I hand it to you. You sure have some kind of courage to sleep in this place. I would have run screaming a dozen times over if you weren't here. Ich muss zugeben, ihr habt wirklich Mut, an einem Ort wie diesen zu schlafen. Wäre die nicht hier, wäre schon längst schreiend davongelaufen. Wir müssen rasten, wenn wir eine Chance haben wollen. Wir müssen diese Chance nutzen. Es ist einigermaßen sicher. Niemand hat ernsthaft Notiz von unserer Flucht genommen. Ich weiß, was ihr meint. Dieser Ort beunruhigt mich auch. Ich sollte mich langsam daran gewöhnen, mit offenen Augen zu schlafen. Ich komme damit nicht besonders gut zurecht. Wir sind uns wegen Gorion ähnlich, aber ich bevorzuge es, im Hintergrund zu bleiben. Erinnert ihr euch noch an ihn? Meine Gedanken sind immer noch durcheinander. Vielleicht, obwohl ich mich erinnere, dass ihr nicht zögert, euch, wenn nötig, in den Vordergrund zu stellen.
Es ist eure Vorzuge. Es ist eure Vorliebe. Ich bevorzuge es zu führen. Und da sind wir wieder beim Thema. Wir sollten weitergehen. Er war ein großer Magier. Angeblich auch ein großer Abenteurer. Es ist schon komisch. Wir lebten Jahre mit ihm zusammen. Trotzdem scheint ihn Yahira besser zu kennen. So ein Blödsinn. Er war jedem gegenüber geheimnistuerisch. Wir hatten wohl nur ähnliche Ziele. Ich glaube, er war ein großer Freund der Hafner. Ich hielt sogar einmal Besuch von Kelvin Schwarzstab, ein mächtiger Magier. Er hat zu Gorion wie einem Ebenbürtigen gesprochen. Ich wünschte, wir könnten die Türke zurückholen, die vor all diesem Trubel und den Sorgen lagen. Bevor ich lernte zu... Mein Gott, wir haben schon so viel gesehen. Kerzenburg ist jetzt wirklich zu klein. Ja, aber für mich war es immer schon klein. Es war meine Heimat, aber ich bin ihr entwachsen. Nachdem Gorion weg war, gab es keinen Grund mehr, dorthin zurückzukehren. Ihr müsst letztendlich weiterziehen. Da wir auch davon reden, wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Wir hatten dort auch noch Freunde. Sie waren stolz. Auch wenn sie es nicht zeigten. Windtrop sagte es. Er dachte immer, dass Gorion zu sauertöpfig sei. Das kann ich nicht bestätigen. Oh, mein Kopf schmerzt immer noch und ich sehe schreckliche Dinge überall in den Ecken. Für meinen Geschmack herrscht hier zu viel Tod. Er steckt in allem hier, sogar in uns. Ihr wisst, dass wir nicht einfach hier wegspazieren können. Der Kerl, der uns gefangen nahm, er weiß über uns Bescheid. Er sagte etwas über ein gewaltiges Potenzial. Etwas über eine große Kraft. Florinde, bitte sagt, dass wir nicht mehr zurückblicken. Es ist mir egal, ob er die Macht entfachen kann, dann den Zugang zum Blablabla-Avatar-Krempel bekommt oder was auch immer. Wir müssen all diesem Tod entfliehen. Ich habe nicht die Absicht, zurückzublicken. Unser Gastgeber hat seine schlechten Absichten bewiesen. Wenn es nur mich beträfe, würde ich vielleicht wissen wollen, was er will. Aber ich kann es nicht verantworten, dass euch weiteres Leid angetan wird. Falls er etwas entdeckt hat, das mir nützlich sein könnte, kann ich vielleicht dazu ermutigen, herauszurücken. Das bedeutet mir viel, das zu hören. Ich kann diese ganzen Schatten schon nicht mehr ausstehen. Hab sehr warm geschlafen, aber keiner hat sich erholt. Stabspeer. So, das auch noch runter. Identifizieren wird sie wohl haben. Zauber lernen. Hier, das können wir wiederbeleben. Oh, Meister. Meister, seid ihr das? Ich kann kaum etwas sehen. Es ist schon so lange her. Ich bin so lange alleine gewesen.
Ganz alleine. Ich bin nicht euer Meister. Könnt ihr mich hören? Hört ihr mich sprechen? Ja, es ist der Meister. Geht es euch gut? Ich habe keine Lust, noch länger mit euch zu sprechen. Ich hatte nicht vor, in die Gemächer der Herren zu gehen. Ich wusste, dass es dort gefährlich sein würde. Sehr gefährlich. Ich habe nicht versucht, ihr etwas zu stehlen. Ich habe nicht versucht, etwas von der Herrin zu stehlen. So etwas würde ich nie tun. Ich bin immer treu ergeben. Warum bin ich hier, Meister? Was ist mit mir geschehen? Ihr könnt mich nicht hören, nicht wahr? Wie traurig, was man mit euch gemacht hat. Ich habe keine Lust länger, euch zuzuhören. Ich wurde in den Gemächern der Herrin verletzt. Ich kann mich an nichts erinnern. Sind die Gemächer der Herrin wahrlich so tödlich? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun, Meister. Bitte rettet mich, ich flehe euch an. Es tut mir so leid, Meister. Ich werde es nie wieder tun, ich diene nur euch. Ah, so lange schon hinter diesem Gefängnis aus Glas heule und wüte ich. Wie lange seid ihr denn schon in dieser Flasche gefangen? Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Könnt ihr mir etwas über diesen Ort erzählen? Sagt mir gefälligst, wo ich bin, bevor ich das Glas zertrümmere und euch noch das letzte bisschen Leben nehme. Ich habe keine Lust, mit euch länger zu sprechen. Ich habe schon so viele Male nach euch gerufen, Meister. Meister, warum habt ihr mich verlassen? Warum habt ihr mich in diese Flasche meinem Verfall überlassen? Warum? Könnt ihr es mir nicht sagen? Hört ihr mich nicht? Meister, ihr habt mich aus Freundlichkeit hier hineingetan. Aber ihr habt mich vergessen. Bin ich einfach eurem Gedächtnis entflutscht? Meister, bitte erhört mich. Dieser Meister hat euch gefangen. Hat euch gefangen in eine Flasche zurückgelassen. Was für eine Person würde so etwas tun? Genug von eurem Gejammer. Ihr könnt das, was schon geschehen ist, nicht wieder gut machen. Aber sicherlich sind eure magischen Fähigkeiten größer geworden, Meister. Ihr habt euch einmal um mich gekümmert. Lasst mich bei eurer Suche helfen. Vergisst mich nicht für immer, bitte. Ihr seid eine arme Kreatur, aber ich kann nichts für euch tun. Wenn ihr mich nicht hört, das sehe ich jetzt ein, habe ich genug gehört. Warum habt ihr vergessen? Ist es keine Gnade, Meister? Bitte verlasst mich nicht. Ah, Glas und Gedanken für alle Ewigkeit, Schmerz und Einsamkeit, das als Schicksal. Ich würde es hassen, wenn man mich in einer Flasche vergäße. Es hängt natürlich ein bisschen von der Flasche ab, aber insgesamt ist es dennoch nicht schön. Es wäre einfach ungerecht. Warum, Meister? Ich möchte nur einmal eure Stimme hören. Warum? Warum? Ja, das Licht. Jahre der Qual, Jahre des Brennens. Mein Meister, ich flehe euch an. Ich bin nicht euer Meister. Wie kommt das, dass ihr eingesperrt seid? Ich bin es. Was könnt ihr mir über diesen Ort sagen? Ich habe kein Bedürfnis mehr, mit euch zu sprechen, fremde Person. Es verbrennt mich. Meine Haut steht in Flammen von den Kriechen der Ameisen. Oh, bitte, Meister, rettet mich. Ich bin nicht wie euer Djinn zusammengekaut in einer Flasche. Was verbrennt euch? Und wer ist dieser Djinn, von dem ihr sprecht? Bitte, hört mir zu. Könnt ihr mir nichts über diesen Ort berichten? Bitte, Meister, die Ameisen. Hat euer Djinn nichts, was mir helfen würde? Ich werde die Statue nehmen und selbst mit ihm sprechen, wenn ihr mich nur lassen würdet.
Wo kann ich diese Statue finden? Und wer ist dieser Djinn? Ich befürchte, dass ihr mich in eurem Wahn nicht mehr mal hört. Stimmt das? Hört ihr mich? Genug. Ich habe genug von eurem irren Geplapper. Bitte gebt mir diese Statue. Ah, der Schmerz kriecht über meine Haut. Hilf mir, Meister. Der Djinn muss doch Magie beherrschen, irgendwas tun können. Ah, bitte, diese Schmerzen. Ah. Euer langes Leiden hat euch in den Wahnsinn getrieben. Ich verstehe. Ich wünschte, es gäbe etwas, was ich tun könnte. Genug von eurem irren Geplapper. Ah, das Brennen. Es ist eine Monstrosität, die einem Diener so etwas antut, ihn dazu verdammt, in ewigen Qualen zu verbringen. Es stellt einen Affront gegen die Natur dar. Hier sind alle tot. Ich habe doch gerade was gesehen. Ne, doch nicht, anscheinend. Meister, ihr müsst euch puten, der Gefangene wird bald ausbrechen und ihr werdet die Antwort erhalten, die ihr sucht. Nein, Meister, ich habe den Ghoul nicht befohlen, die Zellen zu öffnen. Er hat keinen Schlüssel. Ich bitte um Vergebung, Meister, aber ihr habt den Zellenschlüssel nicht auf den Tisch im Zimmer des Gefängniswärters liegen lassen. Danke, Meister, ich werde ins Gefängnis zurückkehren. I know this room. I've been in here. We both have. There are things in these tanks. They used to be people. Ich kenne diesen Raum. Ich war schon mal hier. Wir beide. In diesen Becken. Das sind Wesen. Das waren mal Menschen. Was für ein Monster ist dieser Kerl? Es gelingt ihm, uns wie Kinder einzufangen. Er tötet, wen er will. Da könnten auch wir sein. In diesen Glasdingern. Wir werden ihn schnappen, Emoin. Er wird für alles bezahlen. Hört auf zu winseln, wir sind frei. Ich bin nicht sicher, dass wir ihn ziemlich bald finden werden. Ich möchte herausfinden, was er mit mir vorhat. Wir wissen nicht einmal, wo wir uns befinden. Und mein Kopf schmerzt immer noch. Er sagt etwas. Etwas über großes Potenzial. Er sagt so etwas wie, die Kraft in euch entfalten, damit er sie nutzen könne. Aber wenn das bedeutet, an diesen schrecklichen Dingen teilzuhaben, ich mag diesen Ort nicht. Können wir gehen? So. Und ich würde sagen, das reicht wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye.